Jetzt los, da rein. Und wir gucken mal. Das war zum Beispiel schon mal nichts. Das war auch nichts. Schade, aber ist nicht schlimm. Das ist ein schlechter Start, aber das ist nicht schlimm. Man kriegt in der zweiten Runde deutlich mehr von den 65ern. Also sind die hier echt nur ein Nice to Have. Ups, das war ein bisschen zu früh. Okay, jetzt bin ich komplett raus. Schade. Aber ich bin ja schon mal froh, wenn ich jetzt überhaupt mal abschließen kann, den Run. Also vielleicht spiele ich jetzt einfach mal auf ein bisschen auf Safety. Hier kriegt man nämlich immer einen relativ sicheren 60er, wenn man sich von dem Gegner treffen lässt und in die Münze springt. Ja, wird jetzt keine Bestzeit. Aber es ist ja auch nicht. Es ist kein Wettrennen in dem Sinne. Den Tornados kann man sich dann ein paar Free 65er Münzen holen. Deswegen nehme ich die dann mal ganz gerne mit. Das klappt nicht immer zu 100%. Wenn ich jetzt hier springe und die nehme, dann sind es immer 65. Braucht dann also nicht wiggeln. Deswegen nehme ich die immer ganz gerne mit. Das können wir skippen. Wir wollen jetzt nicht das extra Dungeon noch machen, sondern einfach nur durchkommen. Schade. Das Pattern wäre cool gewesen. Jetzt holen wir uns nämlich jetzt hier auch noch mal eben. So, das ist schon mal schon super geil gewesen. Fehlt jetzt trotzdem leider noch ein bisschen was, um hier die Legends zu holen. Wollen wir mal gucken, ob wir hinkriegen jetzt mit dem. Ach, eine Münze fehlt. Eine verdammte Goldmünze. Boah, okay. Mies. Okay. Geht ja schon gut los hier. Nämlich nicht. So. Besten Boots in dem Spiel. Heißt, da können wir schon mal nichts mehr optimieren. Der war okay, hätte besser sein können, aber. Ja, super. Okay, haben wir schon mal genug für die Heavy Armor in dem Schloss. So. Problem ist, man wird relativ schnell übermütig, wenn man mit den Legend Boots rumrennt und jumpt dann auch mal irgendwo gegen oder so. Komm schon. Na? Okay.
Ich spiel's jetzt safe. Den ich schon gleich meine erste Potion verlieren. Das nehme ich mal, das ist ein Runkiller. Ja. Wieder hoch. Okay. Yes, das ist super. Theoretisch können wir uns jetzt schon die blaue Rüstung holen. Die Hard Armor. Und das reicht auch eigentlich bis zum Ende. Ah, okay, das hat nicht geklappt. Dann muss man das Schild eben. Haben wir noch genug Kohle für. Mehr brauchen wir nicht. Schade. Egal. Ja, dieser Endgegner ist eigentlich relativ easy, aber mit den Legend Boots ist er sogar schwieriger, weil man einfach sehr hoch springt und da auch mal, so wie jetzt gerade, dann in die Feuerbälle rein. Problem ist, die ziehen mal eben zwei Herzen ab. Das möchte ich natürlich jetzt nicht hinbekommen hier. Jo, hi. Okay, ja, die Mister-Version, beziehungsweise die PC Engine-Version ist relativ ähnlich der Arcade-Version. Die habe ich halt vorher ziemlich heavy gerunnt. Ich habe noch relativ gute Zeit dahin gekriegt. Jetzt versuche ich mich halt an der Arcade-Version. Die, ja, so gewisse kleine Unterschiede hat. Aber, ja, Übung macht den Meister. Es ist halt ein Arcade-Spiel aus den 80ern. Aus den mittleren 80ern, das ist natürlich schon ein bisschen schwieriger. Ja, heute kommt auch Ghouls and Ghosts. Nach diesem Run kommt definitiv Ghouls and Ghosts. Da habe ich heute mal Bock drauf. Erwarte nur keinen 1cc, vielleicht ein 3 oder 4cc, aber auf jeden Fall kommt der Run gleich noch. Das, wenn der jetzt hier hoffentlich gleich beim ersten Mal hinhaut, dann auf jeden Fall ziemlich kurzfristig, ja. Die geben normalerweise Herzen. Ups, das war jetzt dumm. Jetzt kommt so mein Hassendgegner, wie immer. Der blöde Teddybär oder Affe. Hier hat man wieder ein bisschen... Ah, okay, das Timing war scheiße. Na, ja, okay, das war dumm. Ja, man will manchmal einfach zu viel... sich ein bisschen auf Safe spielen, in der Hoffnung, dass er jetzt nicht aus dem Pattern rausfliegt. Knapp. Da hat man den Stein schon am Hinterkopf gespürt. Oh, komm, einschlafen. Oh, Gott sei Dank. Ja, auf jeden Fall kommt Ghouls and Ghosts heute. Da quäle ich mich heute mal durch, ja. Okay, dann hole ich jetzt ein bisschen Health holen. Können wir jetzt gebrauchen. Wir haben eh eigentlich jetzt ausrüstungstechnisch... Eigentlich könnte ich jetzt durchrennen, also... Für meine Verhältnisse reicht das. Wichtig ist jetzt nur keine Potion zu verlieren. Weil dann, wird es mit dem letzten Endgegner mal ein bisschen schwierig. Den habe ich noch nicht ganz so drauf. In dieser Version. In der PC Engine Version ist er doch tatsächlich etwas einfacher, ja. Vielleicht hätte ich mal einen Knopf drücken sollen. Okay, ich werde es auf jeden Fall für den ersten Run auf Safe spielen. Ich will es nämlich durchhaben. Deswegen hole ich mir gleich noch das Safety-Krankenhaus.
Safety-Krankenhaus, wie es sich anhört. So. Och, wie oft habe ich es geübt? Keine Ahnung. Gute Frage. Also 100 Mal war es noch nicht. Also es ist noch im zweistelligen Bereich. Also 20, 30 Mal habe ich mit Sicherheit den Run mal gemacht. Also, aber ich spiele es halt auch schon seit Jahren. Ne? Also jetzt nicht immer am Stück, aber mal immer wieder gerne. Und deswegen, man weiß halt, wo die Sachen so, wo es halt drauf ankommt. Schon mal die beste Rüstung und dann können wir zum Ende. Achso, den Hint müssen wir uns hier noch holen. Das ist wichtig. Also für die, die es spielen wollen in der Pyramide, holt euch hier den Hint für die Sphinx. Das heißt, hier einmal das Cocktail-Dingens kaufen. Dann sagt er dir, was er gemacht hat. Sounds of Glass. Heißt, er hat Golf gespielt, wenn ein Glas kaputt gegangen ist. Weil das ist, dieser Endgegner ist quasi im Prinzip noch schwieriger als der letzte, wenn man es jetzt mal so im Vergleich setzt. Deswegen, wenn man da die Frage falsch beantwortet. Golf, genau. Piu. Jetzt habe ich natürlich einen Split eben vergessen. Muss ich, sollte dieser Run gut sein, muss ich hinterher nochmal im VOD nochmal nachgucken, wie die Zeiten waren, dann passe ich sie an. Ich finde, einer der schönsten Spiele aus den 80ern, also ist eigentlich mein Lieblingsgame aus den 80ern, kann ich nie anders sagen, ja. So, mit Full Health hier rein, das ist schon mal ganz gut. Ist auf jeden Fall super spaßig, ja. Hier sollte man erstmal vorher diese ganzen roten, nervigen Viecher kaputt machen, diese Flammen. Weil dann kann man sich jetzt dem Endgegner widmen, der dann eigentlich relativ easy ist. Kann man hier in Ecke trappen und ein paar Mal draufhauen. Hier muss man sich noch kurz unterhalten, das kann man aber skippen. Und dann geht es jetzt auch in den Himmel und gleich wieder runter. Auch das skippen wir. Das ist gut, dann können wir den jetzt benutzen beim Endgegner, sind wir erstmal unsichtbar. Deswegen besiege ich hier diese Krebse, Krabbenviecher immer ganz gerne. So, Mann. Ja, das erste Wonder Boy hatte durchaus auch einen recht knackigen Schwierigkeitsgrad. Das ist auch ein Wonderboy, wo ich auch lange zu knacken hatte damals. Aber ich spiele es jetzt nicht mehr ganz so gern, weil es ist unheimlich lang. Also wenn man diese Puppen einsammelt pro Runde, die muss man erstmal wissen, wo die sind. Wenn du die alle einsammelst, kriegst du nochmal eine Bonuswelt. Ich glaube, da hat man irgendwie, weiß ich nicht, 30, 40 Runden insgesamt. Und das ist schon ein sehr umfangreich langes Spiel für Arcade. Also, ja, da habe ich nicht so die Geduld. Weil es auch sehr heftig schwer ist, ja, definitiv. So, hier gibt es jetzt eine versteckte Tür, wo wir das Excalibur-Schwert kriegen. Noch das beste Schwert, oder Legendary. Schon das Excalibur haben wir schon, wir kriegen das Legendary hier durcheinander. Und dann haben wir die beste Ausrüstung. Beim Schild ist es vollkommen egal. Weil Schild blockt in der schwächsten Version, aber auch in der stärksten Version alles ab. Also das ist vollkommen wurscht. Und man kriegt auch, wenn man halt das schlechteste Schild kauft, zwischendurch das eh gedroppt bei einem Gegner. Also von daher ist das vollkommen egal. So. Das können wir jetzt mal als getrost skippen. Wir haben Full Health, das ist schon mal ganz gut. Ich hoffe, das ändert sich jetzt auch nicht.
Den habe ich auch noch nicht ganz so auf dem Schirm, weil in der PC Engine Version war der auch nicht dabei. Das heißt, den habe ich nicht mehr übungstechnisch nicht mehr so wirklich auf dem Schirm. Okay, das war jetzt so mittelmäßig gut. Aber okay. Ist jetzt erstmal noch keine Potion verloren. Irgendwie bin ich total durch mit meinen Splits. Ich hasse das. Countlet, ja, okay. Brauche ich nicht. Hier Wing Boost ist super, da kann man nämlich auch recht viel skippen. Gibt es hier noch welche? Ich glaube, ich hab's. Yes, her damit. Hier gibt es noch mal ein paar Windsprouts oder Tatsumaki, wie sie in der japanischen Version heißen. Die nehme ich mal für den Endgegner ganz gerne mit, weil das ist wieder so ein blöder, nerviger Affe. Ah, wenn man einmal stunlocked ist, nervt er ganz schön rum. Ich hasse ihn. So. Passt schon. Ich skippe jetzt erstmal durch. Ich werde die Splits nachtragen, wenn ich hol mir so ein bisschen Health. Und geben die auch mal was Nettes. Ja, Gauntlet ist jetzt okay. So, jetzt kommt nochmal eine nervige Stelle. Okay, damit haben wir die nervige Stelle schon mal easy geschafft. Weil hier kann man dann einfach durchrennen, weil diese Viecher spucken mit ihren diese Steine, die sind sehr nervig. Wingboots ist auch super. Okay, warum braucht kein Mensch? Das kann man alles getrost skippen. Ne, zu weit rüber. Ich wollte gerade springen, ja. Nee. Ach, Geld. Braucht kein Mensch. Ein Gauntlet wäre gut. Gut, Gauntlet ist super. Damit ist man nur doppelt so stark. Das heißt, wir können dem... So. Ach komm. Dich brauchen wir nicht. So, jetzt. Letzte Runde. Der klaut einem ein bisschen Geld. Ist aber vollkommen egal. Wir haben die beste Ausrüstung schon längst und brauchen kein Geld mehr. Wir brauchen jetzt einfach nur Glück, dass wir gut durchkommen. Und man sollte natürlich den Weg kennen. Jetzt habe ich gerade irgendwie einen Frosch im Hals. Entschuldigung. Und hier ist auch eine kleine ein kleiner Unterschied zur PC Engine Version. Und zwar ist hier die Sanduhr, die ja die quasi Zeit darstellt. Die läuft hier unerbittlich weiter. Also. Ah, okay. Heißt, man geht auf jeden Fall Game Over, wenn man nicht immer wieder Herzen einsammelt. Und in der PCN-Version ist es so, dass man dort nach jedem Raumwechsel dann dementsprechend auch wieder die Sanduhr aufgefüllt kriegt. Also kann man eigentlich relativ gut schaffen, ja. Okay, hier brauche ich jetzt kein Cape mehr. Komm schon.
Okay. Das ist hier die einfache Variante vom Hochspringen. Eben bei der Master System Version springt man sich hier einen Wolf, weil die Steuerung sehr träge ist, würde ich mal so sagen. Und dadurch verpasst man schnell den Absprungpunkt und fliegt wieder runter. Das ist wirklich echt Übungssache. Noch schon wieder. Alles gut. Sehr gut. Meistens habe ich bis hierhin dann schon immer noch eine Potion, also keine Potion mehr und nur noch ein paar Herzen. So war es zumindest beim letzten Run. Das ist schon mal ganz jort. Den würde ich gerne skippen. Ah, okay. Hier sollte man natürlich den Weg kennen. Wer das halt zum ersten Mal spielt, wird hier erstmal an diesem Labyrinth allein schon verzweifeln. Nerv nicht. Okay. Full Health. So, Full Health zum Endgegner. Also wenn ich den jetzt nicht schaffe, dann bin ich echt schlecht. Also meine PC Engine Zeit habe ich jetzt schon lange überschritten. Da habe ich 20 Minuten 40 gebraucht. Aber es war auch jetzt kein ernsthafter Speedrun in dem Sinne. Ich muss ihn echt... Ich habe noch nicht so raus. Muss ich es halt so machen. Und er fliegt trotzdem aus seinem eigenen Pattern raus. Himmel. Also so werde ich ihn nicht schaffen. Genau, dieses Doppelpattern ist eigentlich das, was ich haben will. Okay, das ist jetzt okay. Kann ich mit leben. Okay, nur noch 4-5 Schläge. Okay, wir haben eine Zeit. Yay. Ja, dieser Endgegner, der ist noch ein bisschen vom Pattern her. Da muss ich noch mal ran. Das geht wesentlich besser. Aber, ja. Dann gleich auf zu Goods and Ghosts. Yes, yes. 22:31. Das war jetzt eher so ein halb casual, halb Speedrun, würde ich sagen. Danke.